Einen wundervollen Donnerstag. Und auf geht's. Nächstes Spiel. Ja, nachdem wir letztes Mal die Taktik geändert haben und auf einmal der ganze Schotter dann sogar klappt. Das ist unfassbar. Ja. Haben wir heute das nächste Spiel von der Nase. Und jetzt können wir mal schauen, dass wir das natürlich auch wieder gewinnen. Carey Price, letztes Spiel. 3 Schüsse, 1 Tor. Natürlich ist das eine Tor ärgerlich. Der wäre wirklich haltbar gewesen. Haben dann zum Glück schnell 3 Tore geschossen. Andererseits muss ich sagen, wir hatten 11 Torschüsse in dieser kurzen Zeit gegen unseren Gegner. Ja. Geht 1-0 in Führung. Kassiert danach 3 Dinger. Kann er sich eigentlich nicht viel beschweren drüber. Ja. Jetzt da. Neues Spiel, neues Glück. So, auf geht's. Gegen einen deutschen Gegner, so wie es aussieht. Endlich mal. Den SHC. Spectral Lines. Oh Mann. Und wieder Gretzky mit so einem völlig bescheuerten Scheibenverlust. Price. Und von hinterm Tor, Alter, komm. Gretzky. Ab durch die Mitte. Gretzky. Ui. Uah. Stark gemacht von Pietrangelo. Ah, ja. Gretzky dreht sich dann positiv. Aber leider mit Scheibenverlust. Interesting. Er wollte sich die Scheibe vorlegen und drückt halt die R1. Mein Gott. Die R1-Taste. Ja, wir kennen's. Wir kennen's. Patrick Roy wieder im Tor. Oh, ich hab mich umgestellt, das ist natürlich schlecht. Schützen außen, okay. Gretzky. Gretzky, Dreiseitel. Schuss kommt, ist abgefälscht. Direkter Nachschuss. Wer ist unser Gegner eigentlich? Das ist ein deutscher Gegner, also wenn wir schon die Chance haben. Und wieder Kucherov diesmal dran. An der Scheibe. Ja, direkt Konter wieder über McLean. Oh, McLean. Von uns kriegt da irgendwie niemand die Scheibe. Jetzt da. Wird hängen. Crosby. Mursin. Kucherov. Schade. Hatte gehofft, dass er irgendwie einen kurzen Chorsky. Oh, Alter! '93, '96, '93, '94, '93, Alter, rieche das Kotzen. '95, '94, '93, ja, ist ja schön und gut. Das Problem ist halt einfach, dass diese alten Spiele eigentlich nicht so schnell sein dürften. Wir müssen, ja, ja gut, sie haben 94, geht um die kleinen, kannst du schon hochboosten auf 99, ja. Aber dennoch ist es halt ärgerlich. Ey, das ist so eine Kackparade, weißt du, kommt gerade der Schuss in den Block halt einfach ins offene Feld. Achtung! Hier! Das ist scheiße! Das ist scheiße! Warum blockt er den einfach ins offene Feld hinein? Warum? Was ist das? Fang an John auf der Seite. Ah, wie gesagt, letztes Mal waren wir auch eins dort hinten. Und danach ging es rapide bergauf, ja. Schönes Scheiben hin und her geschachere. Zlabel. Hodge. Perry. Jawohl, der Platz. Jetzt zieh an. Ich wollte gerade sagen, kannst es doch. Drei Seitel. Gretzky. Mei.
Neues Held fest. Ja, er zieht auf diese, auf die Schüsse von außen. Und da ist, glaube ich, Rückzug die falsche Taktik. Für das, was er da spielt. Wir kommen ihm da taktisch, glaube ich, ein bisschen entgegen. Und das taugt mir nicht so ganz. Wenn wir noch nicht ganz so Zugriff kriegen auf sein Spiel. Auf seine Spielart und Weise. Und Roa trotzdem hinten. Alter. Dann dreht der eine wieder nach vorne ab. Kommt nicht hin. Middleton kommt da wieder ohne Probleme an die Scheibe. Weißt du, hältst die Scheibe von ihm weg? Ja, er kommt trotzdem immer außen an die Scheibe. Okay, die Einstellungen passen schon. David hinterher. Der Start, jetzt gibt irgendwie Behinderung oder so. Ja, Selani. Ich weiß halt nicht, warum Selani jetzt genau da in die Mitte zieht. Wo er merkt, dass von außen der Spieler kommt. Weiß ich nicht, warum. Ist mir nicht ganz... Er schließt sich mir nicht ganz. Und wieder selber Scheibenverlust. Er holt sich die Scheiben über außen. Nicht über innen. Mein Gott. Sondern über außen. Also du drehst dich halt eigentlich vom Tor weg und da holt er sich die Scheiben. Also müssen wir schauen, dass wir uns eigentlich jetzt genau in die andere Richtung, also nicht nach außen, sondern dass wir hinter das Tor fahren. Da haben wir, glaube ich, mehr Chancen. Super. Ja, genau. Genau das ist das, was ich meine. Suben. Nettenen. Boah, Bonino. Mei, dann treff heute mal. Buh. Dann halt gerne mal an unserem Suben oder so fest. So, und da müssen wir uns dann halt hinter das Tor reinziehen. Nein, denn nochmal! Das gibt's doch gar nicht! Alter, wie oft schießen wir denn an den Pfosten, bitte? Okay, vorhin Lavalatte. Okay, lassen wir eingehen, aber trotzdem. Eieiei. Suben so schön außenrum. Und der hätte sogar noch gezählt. 8 zu 4 Torschüsse. Ja, das ist ärgerlich, dass er mit diesem einen Torschuss trifft. Das ist ärgerlich, weil wir sind von den, vom Spiel her die bessere Mannschaft. Pietrangelo. Das ist genau dieser Weg. Genau dieser Weg. Genau über diesen Weg holt er sich die Scheibe. Das können wir aber auch. Drei Seitler, Gretzky. Geht aber genau wieder in diese Lücke rein. Das ist okay, dass Gretzky das macht. Gretzky hinterher, Tor! Das ist genau der Weg, wie er sich gerne diese Scheiben holt. Ah ja, nee, riskieren wir nicht. Den Pass riskieren wir es gar nicht. Kucherov, jawohl, schön außenrum vorbei. Kucherov hat die Scheibe immer noch. Genau das will er, dass wir da außen rangehen. Ja, hätte man behalten können, die Scheibe, wenn man Sidney Crosby ist. Oh, Kucherov. Oh. Der Tank muss wieder hinter.
Macht nichts, das Eisen. McDavid geht hin. Ja, ich weiß nicht, wie den durchbringt, die Scheibe hier. Middleton. Niedermeyer. Niedermeyer. Oh. Ja, das ist dann halt doch nur Verteidiger mit 90 Schuss. Mei. Wieder verteilst einen Check. Und der Check macht halt dir gar nichts aus. Jo, McDavid. Free to Buck. Macht mir das Ding zu. Macht er gut zu. Scheibe kriegt er trotzdem nicht und Getzlaff macht es 2-1. Uah. Gut, danke dir. Ab durch die Mitte mit Roman Josi. Roman Josi. Dreiseitel. Ja, wieso nicht? Man kann es ja mal probieren. Das sind 2 Minuten. Absolut verdient. 2 Minuten noch dazu. Wollen wir verhindern, dass er eine Scheibe hinkommt. Hat er da R1 gedrückt von Pokecheck, da hat er mich ja mit gerechnet, dass Pietrangelo die Scheibe tatsächlich kriegt. Oh, wie für ein 2-1. Bisschen lockerer jetzt das Ganze. Warten, der Block von Bonino. Mhm. Bonino und Roa. Nein, wollte ich gerade sagen. Hedman hat da kurz gezögert, ob er nach vorne gehen soll. Ich habe das schon mitgekriegt, dass der kurz gezögert hat. Brandner, Sundin ist geblockt. Nettinen stand da hinten dabei. Nettinen als weitere Verteidiger mit auf dem Eis. Oh ja, Marchessault gegen Brandner. What the fuck? Ist einfach tot. Letang jetzt wieder auf dem Eis. 22 Sekunden noch. Stark gemacht. Dion. Verdient. Den haben wir so blöd da hinten rausgespielt, dass wir es verdient haben, dass wir den gefangen. Spectral Hate AC. Ich glaube, es ist nicht in der Gruppe. Den haben wir verdient. Der war ganz blöd. Das ist aber, ja. Wir schauen es uns nachher an, die Tore, wie immer. Ich bin der Meinung, dass Price da hätte auch anders reagieren können. Ich ging nicht direkt in Gefahr auf Price aus. Corey Perry. Hedman, wieso nicht einfach mal probieren? Also heute sind wir ordentlich hin, gell? Halleluja. Wieder diese. Ich versuch's halt wieder über außen, dass ich halt nach außen ziehe und wieder nimmt er mir halt auf dem Weg die Scheibe ab. Das macht halt echt gut und er zieht dann auf die Schüsse von außen. Es nervt mich schon ein bisschen, weil das ist eine Taktik, die ich sonst eigentlich wenig spiele. Aber wie gesagt, ich möchte ihn jetzt halt richtig umstellen, dass er praktisch dann zur Mitte zieht. Das ist mir nicht angenehm genug.
Schuss kommt. Genau, das ist das, was er nicht kann. Das ist aber praktisch mehr oder weniger außenrum. Er muss er dann außenrum verteidigen. Nicht innenrum, sondern außenrum. Genau, ich gehe jetzt halt hier außenrum. Warte, bis er nachkommt. Ja, das ist dann der komplett falsche Pass. Oh, Carey Price. Ja, das steht natürlich mit den Verteidigern besser. Oh, Crosby zu nah am Tor. Ja, wie ich vorhin schon gesagt, er zieht halt auf diese Schüsse ab. Marcel Dion. Oh mein Gott, nimm das halt nach hinten an. Das ist, ja, das ist aber, muss ich ehrlich sagen, Programmierungsfehler. Aber das haben alle. Und das ist einfach immer noch ein Scherz. Dass die Scheibe nicht von alleine in der Offensivzone halten können. Wieder mache ich ihm den Gefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich ihm ständig diesen Gefallen mache. Vor allem, ich weiß es ja, dass er genau so die Scheibe kriegt. Und so die Scheibe auch haben will. Ich kann halt nicht schießen, wenn drei, vier Leute vor mir stehen. Funktioniert halt auch nicht. Super. Boah, stark gemacht. Pietrangelo mit rangezogen. Jetzt da. Macht uns den Weg nach hinten zu. Ja, es ist dann halt doch trotzdem nur die vierte Reihe. Merken tut man es dann halt bei solchen Situationen, dass es nur die vierte Reihe ist. Celani. Oh, der ist platt, der ist platt, der ist platt, der ist platt, der ist platt. Das gibt's nicht! Siehst du die freie Ecke vor dir und machst die Scheibe halt trotzdem nicht. Aber trotzdem ganz anderes Spiel plötzlich. Also muss ich sagen, mit der Taktikänderung ganz, ganz anders. Zumindest vorerst. Weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber aktuell merke ich schon aus meiner Sicht einen großen Unterschied. Ja, da stehen wir auch nicht bescheuert. Einmal gehen die Bullies. Das ist nicht so ganz nach meinem Geschmack. Oh, das darf nicht passieren. Stark, Pietrangelo. Drei Seitel. Da!
Dankeschön, Leon Dreiseitel, 3-2. Einmal kommen wir wieder in unsere Lücken. Wann haben wir das letzte Mal ein Tor geschossen mit unserem linken Flügelspieler? Wann? Alter, 4 zu 16 Minuten. Alter Verwalter. Was, glaube ich, an, dass ein Torhüter runternimmt. Oh! Pietrangelo. McDavid. Connor McDavid. Roman Josi. Immer noch entscheidend Besitz. Roman Josi. Marchessault. Und ein lang Getzlaff. Das war die erste große Chance für Getzlaff. Oh, er kriegt die Chance nochmal durch diesen völlig beschissenen Schuss von Getzlaff. Hinten raus nochmal kontern. Und dann ist es aus. Sieg 3-2. Halleluja. Ja, wir hätten das eine Tor gar nicht abgeben dürfen. Wie gesagt. Oh, es läuft. Es läuft. Dritter Sieg in Folge. Und es ist definitiv die Taktikänderung, das ist ein Fakt. Seitdem stehen unsere Leute ganz anders auf dem Eis. Wir werden jetzt trotzdem noch schnell hier die Mannschaft des Gegners anschauen. Achso, das haben wir vorhin nicht schon, gell? Torhüter. 98 Roa. Ja, der von Dion, der war halt dumm. Jetzt können wir uns anschauen. Ja, da ist der Fehler. Hier. Achte mal auf Price. Rutscht drüber. Warum rutscht er komplett in die Mitte des Tores? Der steht doch gar nicht in der Mitte des Feldes. Und da ist halt alles offen dann. Seht ihr das? Und da kommt er halt im Leben nicht mehr hin. Also Torwartfehler. Price. Schade. Wie ich gesagt habe, es sind zu viele Torwartfehler. Ein paar Torwartfehler sind okay. Getzlaff hat... Ah, stimmt. Getzlaff hat sein Tor gemacht. Und was für eins. Da ist ja gar kein Platz gewesen. Also auf dem Papier ist da gar kein Platz gewesen. Getzlaff macht den trotzdem eiskalt, wie er ist. Also da ist eine Mini-Lücke, wo Getzlaff die Scheibe durchkriegt. Aber Tor ist Tor. Wichtiges Ding. Oh, mein Herz, Freunde. So, ich danke mir fürs Zuschauen, sagt Ciao und V, bis zum nächsten Mal hier bei NHL 20 Hockey Ultimate Team.